Toast, eins der beliebten Weißweizenprodukte der Menschheit. Schon die alten Inkas aßen dieses Produkt mit Liebe. Mit dabei ist heute der Webvideo-Visionär Kevin Teller. Oder auch Tampoon. Unglaublich. Isst du gerne Toast? Tatsächlich ja. Versprochen. Wäre auch kacke sonst fürs Format, oder? Ja, es geht. Eigentlich wäre es gar nicht so kacke, weil wir wollen ja leiden. Was kommt dir als erstes in den Kopf bei dir, wenn es ans Toast geht? Nutella. Es liegt doch daran, dass es schon in dass der Hand da steht. Und dass es mir vorher gesagt hat. Also, wir haben Nutella. Boah, Bro, chill mal. Okay, nimm dir dein Flachteigprodukt. Also ich denke, normalerweise würde ich so machen. Aber auch nicht zu viel. Aber davon wird ja keiner satt. Das dachte ich mir nämlich auch. Ja. Oh mein Gott. Ich zähle übrigens Kalorien, Freunde. Mega nice. Weil das Ding ist halt auch, die wichtigste Mahlzeit am Tag ist bekanntlich das Frühstück. Und entweder man verspeist direkt morgens einen Arsch oder es ist halt ein Toast mit sehr viel Nutella. Bro, es ist 19 Uhr. Hier ist übrigens ein goldenes Papier in meinem Toast drin, leider. Nice. Wie so ein goldenes Ticket. Ja, bloß, dass du hier vielleicht dir den Magen auspumpen lassen musst danach oder so. Ist das goldene Ticket zum Marmeladen auspumpen? Ja, Marmelade. Weil irgendwas habe ich abgefuckt in dem Satz. Das Ding ist, es wird gerade zu Hause Leute geben, die genau das immer machen. Ja, Bro, und die sind halt leider alle super krass adipös. Ja, Mahlzeit. Boah, aber milchig. Milchig geil. Ist eine gute Alternative zum normalen Aufstrich. Du weißt schon, dass für jedes Toast hier mindestens ein Baum hops gegangen ist? Hm? Ich glaube, auch diverse Tiere sind gestorben. Ich merke richtig, wie meine Vitamine aufgeladen werden. Vitalwerte werden. Wir wollen ja heute rausfinden, was ein guter Ersatz ist als Aufstrich mit Toast. Sag nochmal den Satz. Nein. Okay. Das Produkt ist ja nicht anders, nur die Menge macht's. Ja. Das ist gut. Ich find's gut. Ich würde dem hier eine stabile 9,5 aus 10 geben. Sehr geil. Kann man mal machen. Sollen wir zum nächsten schon? Mhm. Okay. Also es dauert ja bestimmt jetzt schon 5 Minuten. Ja. Weißt du, was noch 5 Minuten dauert? Was? Na, 5 Minuten Terrine. Kranke Überleitung. Ja. Was hältst du davon? Magst du diese Scheißprodukte hier? Das ist Rewrap der Beste. Das ist halt Krebs in der Tüte. Und genau das liebe ich. Von Maggi. Von der Firma Maggi. Jeder, der schon mal broke war, weiß, dass das hier 5-Sterne-Essen ist. Heute 79 Cent. Ich habe aufgeladen. Hast aufgeladen. Wie, Max? Ja, auch, aber vor allem 5-Minuten-Terrine. Stacked up in meinem Schrank drin. Ich meine, wenn man so ein richtiger, voll asozialer Kacheltischbesitzer ist und sich halt früh morgens einen Toast machen will, aber auch gleichzeitig Bock auf eine 5-Minuten-Turin hat. Ja. Meinst, 2 in 1. Meinst du 2 in 1, das als Aufstrichersatz ist gut? Safe. Willst du es jetzt mit dem... Also, Bro, echt nicht. Echt nicht. Ich muss sagen, Loki, darauf habe ich Bock. Ich glaube, es wird richtig geil. Wirklich? Ich bin ein großer Kartoffelrei-Enthusiast. Versprochen? Ja. Okay. Prost. Wow. Bro. Ich bin verliebt, glaube ich. No Joke ist krass. Das ist übelst geil. Kommt auf jeden Fall anders mit einer Folge Doku. Kommt relaxed auf jeden Fall. Boah, das ist richtig lecker. Sag ehrlich, schmeckt schon geil. Ist geil, ha? Ey, wisst ihr, was die Fliesentisch-Assis daraus machen? Was? Fliesentisch-Assis, da ist noch ein Schuss von diesem Maggi-Flüssig. Ich hasse das. Das ist so ein Minus, Digga. Bro, was ist dein Lieblingskinderprodukt? Von Kinderschokolade? Nein, von Ausscheidung von kleinen Kindern. Bro. Kinderschokobon ist das krasseste, was es Was gibt. Ist dein Lowest Tier? Also, no joke, wer bei Lowest Tier nicht Duplo sagt, ist ein Hundesohn. Boah, Duplo ist schon schwach, ja. Digga, Duplo ist das, die längste Praline der Welt, halt dein Maul. Bro, das ist das Schlechteste. Nein, es gibt legit nichts Schlechteres als Duplo. Welcher Wisser geht in den Laden und holt sich ein Duplo on casual? Ich finde Kinder-Karts auch übertrieben geil. Also, scheiße. Hä? Also, scheiße halt. Und was von diesen kalten Gerichten? Ich finde Maxi King ist Quatsch. Ansonsten ist Milchschnitte das Beste oder Kinderpinguin. Was ist das Beste? Milch. Oh, krass. Guck mal, ich habe 2 Milchschnitte. Ich glaube, das kann for real ein guter Ersatz sein. Okay, wie machen wir das jetzt genau? Guck mal hier, abgezogen, dann kommt die erste Layer. Und die zweite Layer kannst du einfach so... Das ist so Hurensohn-Shit, Alter. Press du einfach easy, ganz easy down. Ich glaube, so muss man das machen. So. Und jetzt schön zerstreichen. Das ist auch stark. Die anderen Schichten drauf. Ja. Das ist nämlich wichtig, weil bei dir hast du hier so leere Ecken. Ja. Hast recht, viel besser jetzt, Digga. Bruder, lass einfach essen, Digga. Rein. Boah. Consistence-wise ist krass. Ist solid, ja. Digga, ich sehe aus wie so ein Hurensohn. Und Scheiß hast du auch noch in der Hand. Hat nicht geklappt, leider. Perfekt. Wir haben das sogenannte Delikatess-Sauerkraut. Yes. Sag mal kurz leise. Das erinnert mich an meinen Onkel. Was denkst du, ist der Vorteil an Krautsalat gegenüber Nutella oder Marmelade? Na, dass es was Herzhaftes ist. Was Frisches, ja. Herzhaftes. Deutsches.
Der gute deutsche Sauerkraut. Der Kraut? Essig. Wow. Wenn es am Morgen mal schnell gehen muss, wisst ihr, seid so in a hurry. Das ist wirklich ehrenlos, was wir gerade machen, Digga. Cheers. Cheers. Lass dir schmecken, Meister. No, ich fühle mich nur auf der Wahl. Loki schmeckt wie ein Döner. Wollte ich gerade sagen. Wenn du mir jetzt sagst, es schmeckt wie ein Döner, Digga, dann steige ich hier aus. Retalk ist wie ein Döner. Das ist der Töner. Wegen Toast vorne, das Ding. Ja, Mann. Digga. Krank. Sieben aus zehn. Ja, richtiges Obdachlosenessen. Ja, oder das. Geil. Was macht man, wenn es schnell gehen muss? Man toastet das Toast nicht, richtig, Kevin? Okay. Und wenn man Energie braucht für den Tag, was trinkt man dann? Nein, Red Bull. Red Bull. Weil beim Toasten, das wissen viele nicht, beim Toasten des Toasts kommt die Energie ins Toast rein. Wenn man aber in einer Hurry ist, kann man es nicht toasten. Quatsch. Geht nicht. Ja. Man nimmt also eine labbrige Scheibe Teest. Teest. Und zischt sich einfach eine Red Bull. Dann macht man das hier einfach so rauf. So. Man macht es einfach so ein bisschen, drückt es dann da so rein. Es muss richtig soaking wet sein. Ja. Ey, kannst du kurz noch bei mir die andere Seite machen? So. Ja, schön, wow. Und weißt du, wie lange das jetzt gedauert hat? 5 Sekunden. 5 Sekunden. Übel schnell. Übel schnell. Mahlzeit. Digga, straight up 10. Straight up 10. Ich bin so energetic gerade. Alter, ich will die Energy komplett. Bro, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade was erschaffen. Ich bevorzuge, glaube ich, dann doch meinen Red Bull so zu trinken. Ja? Ja. Geht genauso schnell. Ja. Geht genauso schnell. Ja. Bro, auch so für eine lange Autofahrt oder so. Aber so einen Tag vorher schon einlegen. Ja, in Alufolie. Wow. Bro, geschmacklich kann ich dem nichts entgegensetzen. Für mich war es die doofe Konsistenz des doofen Brot. Der Geschmack ist voll in Ordnung. Schmeckt halt wirklich wie Red Bull normal. Der Geschmack einfach. Oder der Geschmack, Kevin? Der Geschmack ist ja ganz normal Red Bull einfach, aber die Konsistenz ist halt so überekelhaft. Ja. Red Bull hat davon keine Schuld. Darf man Red Bull mit Toast trinken? Wall Adam, dich fick ich. Okay, ich würde sagen, das nächste ist Fuego. Fuego. Danke. Cheers. Cheers. Geht noch. Na, aber ist okay. Jetzt fängt es an, leider. Das ist wirklich schärfer, als ich erwartet habe. Das ist wirklich sehr scharf. Das hat 3 Chilischoten. Ja, das ist krass. Ich glaube, ich würde dem eine 9 aus 10 geben. Digga, wirklich? Mhm. Das ist was du morgens fressen würdest, so mit ungeputzter Fresse. Mhm. Wirklich? Der zweite Biss schmeckt auch ein bisschen am Arsch. Aber das ist ja eher geil. 8 aus 10. 2 aus 10. Doch, weil es ist nicht genießbar. Es ist für mich nicht genießbar. Ich wollte einen Gag über den Streams hier machen, aber mir ist keiner eingefallen. Super schade irgendwie. Man hat im Leben. Weißt du, was ich jetzt bräuchte? Man stirbt alleine. Weißt du, was ich jetzt bräuchte? Jeder stirbt für sich alleine. Weißt du, was ich jetzt bräuchte? Im Leben gibt es keine Freunde, die hinter einem stehen. Weißt du, was ich jetzt bräuchte? Mit einem Dolch reingestochen. Ja, ich gebe 2 von 10. Scheiße auf diese scharfe Scheiße. Ey, bist du Fan von eingelegten Auberginen? Nein, what the fuck. Okay. Ey, die habe ich auch hier. Der Tag startet gut und Eggplant sah auch einfach ultra sexy aus. Du auch. Danke. Boah, muss nicht sein. Boah, Digga. Ich stehe auf die Sniffs. Wir haben vergessen, das Toast reinzumachen. Ja, ja, ey. Scheiße. Scheiß drauf, Digga. Komm, zack. Jetzt muss ja wieder. Das ist ein Orca-Herz. Guck mal hier. Ja. Und das hier schmecken, Mann. Danke, Digga. Lass dir schmecken, Bro. Ey, danke, Mann. Ey, stabil. Ey, cheers. Boah, das ist hart beschissen. Boah, Digga. Willst du es mal roh probieren? Nee. Wirklich nicht? Nee. Ja, schmeckt auch scheiße. Okay. Boah, ich hab zu viel genommen, Digga. Es ist weniger der Geschmack und mehr die Konsistenz. Voll. Geschmack ist kaum da. Es ist so Kotze. Es ist so super flüssig und manchmal ist es so Brocken. Ja. Ich gebe also 0 von 10. Ja, 1 von 10. Wo kommt der Punkt her? Farbe. Das, was wir machen gerade, ist fast so asozial wie Leute, die selber Kippen drehen auf einem Kaffeetisch. Weißt du, was da aber noch fehlt? Was fehlt da? Einen Radler, Junge. Schön. Weißt du, was richtig smart war? Na? Das Radler jetzt gerade zu schütteln. Warum? Nimm bloß den Toaster weg, sonst sterben wir. Schnell nicht verschwenden. Schnell einlegen. Cheers. Cheers. Komm, das ist übelst geil. Komm, krass. Das kommt krass. Das kommt anders krank. Ja, Mann. Ey. Das ist widerwärtig, Digga. Das ist dumm. Wisst ihr, ich dachte so, ich quitte so Twitch, dann mache ich so nice Videos, vielleicht Kurzfilme, irgendwas, wo meine Mom drauf stolz ist. Ich bin Versager. Ich bin Versager. Und jetzt sind sie hier. Komm zurück, Sohnemann. An einem Mittwochabend und essen Toast mit Gösser. Ich bin Verlierer. Digga. Digga, welcher Vollassi ist Toast mit dem Scheiß hier? Weiß ich nicht. Ist halt auch dafür vorgesehen, das stand im Toastregal.
Bier ist ja bekannt dafür, dass es gesund ist und isotonisch. Ja, stimmt. Das sind die zwei Eigenschaften, die Bier bekannt sind. Das ist ein Naturradler. Ja. Und Radeln ist Sport. Genau. Und Natur ist gut. Ich habe einen Muskelkater legit nach dem Ich habe jetzt Mut. Mut, Dinge anzugehen, neue Sachen zu tun. Kennst du in so Filmen, wo die so Nudeln so schlürfen? Ja. Bro, das war scheiße romantisch irgendwie. Digga, ey, meine Hose ist voller Bier. Ich glaube, meine Hose ist voller Kram. Super schade in dem Fall. Das ist für oh Gott. Oh Gott. Nach diesem ganzen Geschlemmer und diesen wirklich ausgewogenen Mahlzeiten, würde ich sagen, ist das Wichtigste, was nicht fehlen darf, die saubere Fresse. Ja, die Zähne putzen, ne? Den Dreckmaul sauber machen. Du sagst es. Ja. Was passt da besseres als die Today Dance Zahnpasta? Achso, die Rubis gekauft, die es gab, oder? Digga, 50 Cent oder so. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich muss jetzt zur Arbeit als Beispiel. Da kann ich mich jetzt richtig gut hineinversetzen. Ja. Und jetzt merke ich so, Kaugummis leer, Zähne, da ist noch Belag drauf von den Kippen, die ich geraucht habe. Ja. Und jetzt habe ich aber auch noch Hunger. Und willst grad los irgendwie. Was mache ich da jetzt? Naja, ich habe die Lösung für dich. Ich halte die schon in meiner Hand. Okay. Und zwar probieren wir jetzt Zahnpasta. Das ist die clevere 2-in-1-Lösung von Easy Dent. Es ist auch perfekt dosierbar. Wie viel? Sieht schön aus. Kannst du mir meins auch ein bisschen verschmieren? Ja, klar. Danke, Bro. Oder putze gleich was runter. Mahlzeit. Was wir schmecken meistens. Das ist einfach nur asozial. Das ist wirklich einfach nur ekelhaft, Digga. Da ist auch gar nichts lustig dran mehr. Hello? Mhm. Wie war das, dass du runterschluckst? Das ist ein Runterschluck, ne? Ja. 50. Okay, 3, 2, 1. 37. Du fucking Bastard. Mein Gesicht wird so erfrischt gerade. Kennt ihr die Story, wo ich meinen Dick mit Zahnpasta eingeschmiert habe? Warum hast du das getan? Weil ich wollte, dass es beim Blowjob gut schmeckt. Wirklich? Ja. Bin ich krass nachsichtig von dir. Bro, ich bin Feminist. Feminist. Ey! Ich hab's aus Versehen runtergeschluckt. Ich hab dir komplett ein bisschen easy runtergeschluckt. Wirklich? Ja. Das soll man nicht essen. Alles gut, aber wir haben jetzt gerade noch ein Teilgebiet für dieses Mal rausgefunden. Und zwar auf dem Weg zur Arbeit. Du siehst auch wie du so. Aber auf dem Weg zur Arbeit kannst du dir dieses Toast einfach noch ins Gesicht stecken. Und dann, wofür? Was hast du für Sinn? Also es brennt ja gerade schon, leicht unangenehm. Ja. Und du hast auf jeden Fall den Drang, das, was du machst, effektiver und schneller zu machen. Das ist Mindset. Das ist ein Mindset. Das ist kein Essen, das ist ein Produkt. Das ist ein Gefühl. Ey, du Pussy! Ja, ich muss halt Loki bei dir duschen gehen. Du siehst halt auch aus wie der krankste Hurensohn. Für mich war Safe Call das krasseste der Kartoffelbrei. Same. Safe. Das ist ein guter Ersatz. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir als nächstes mit was testen sollen, um eine gute Alternative zu finden. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, Gottes Willen.